Und da speichern wir gleich mal. Yes! Game saved! Und ein neuer Gegner, der Totenschädel. Kennt man aus Doom? 1, 2, oder? War der schon? Oh, und eine Rocket, yeah! Das heißt, wir kriegen bald einen Raketenwerfer. Und was haben wir da? Noch ein Gegner? Noch so ein scheiß Totenschädel. Und der Raketenwerfer ist neben der Stoffrinde wohl eins der besten Waffen. Die macht noch gut Schaden. Hat eine leicht unrealistisch hohe Schussfrequenz. Und man kann sich wunderbar selbst damit in die Luft sprengen. Und wo muss ich denn jetzt lang? Da geht's nichts mehr. Geht's da lang? Nein, da lang geht's nicht. Okay, was haben wir da? Da brauchen wir einen roten Schlüssel. Da einen gelben würde ich mal. Nee, Moment. Hä? Geht auf jeden Fall nicht auf. Geht die Tür auf? Die Tür geht auf und Gegner und Gegner. Yeah! Man macht die Tür auf und schon sind wieder irgendwelche Arschlöcher da, die man erschießen muss. Fast wie im echten Leben. Nur dass man sie da nicht erschießen darf. Auch wenn man das vielleicht gerne möchte. Und Minigun habe ich schon voll. Links, rechts, nichts. Und diese komischen Dämonen. Für den Fall, dass ihr einen anderen Doom-Port spielt oder ohne diese. Ach du Scheiße! Oder einen anderen Doom-Port, können diese Gegner anders aussehen. Denn das ist nur durch den High-Textur-Modell, was auch immer, Patch. So. Also nicht wunder, wenn ihr irgendwas anders spielt und es irgendwie nicht so aussieht wie hier. Und wo ist denn jetzt der dumme Schalter für den Schlüssel? Und noch mehr Gegner. Und, ja, oh yeah, Health Bonus. 135. Moment. Wie kann ich dich aktivieren? Okay, muss ich das Ding erst runterlassen, dann... Karte hilft mir überhaupt nicht. Ja, das ist noch eins der guten alten Spiele, wo einem nicht gesagt wird, wo man langlaufen muss. Nein, da gibt es keine Karte, wo irgendwie ein Pfeil drauf ist, der jetzt sagt, hey, lauf immer da lang, dann kommst du irgendwann an, yeah. Und ist überhaupt nicht anspruchsvoll und hier ist auch kein Schalter. Bin ich hier falsch? Bin ich hier vielleicht falsch? Schauen wir doch mal. Kommen wir noch durch eine andere Tür rein. Nicht durch diese Tür? Durch diese Tür auch nicht, da brauche ich den Key. Und durch diese Tür auch nicht. Also muss irgendwo ein Schalter sein, an den ich vorbeigelaufen bin. Und jetzt beginnt die lustige Schaltersuche. Yeah. Und Shotgun Shells. Yeah. Shotgun Munition soll man immer haben für den Shotgun. Man weiß nie, was er braucht. Und, hey. Also hier draußen ist kein Schalter. Also muss er doch da drin sein. Auf. Nur wo? Wo bist du? Danger. Klicken wir einfach mal den Wänden entlang. Machen wir bei lustigen Geräuschen. Okay, Moment. Ja, tötet mich dabei natürlich wieder halb selbst. Aber egal. Lieber jetzt als ein anderes Mal. Nein. Chain Gun, yes. Wobei, genau genommen habe ich nur Munition dafür bekommen. Weil Pistole und Chain Gun haben dieselbe Munition. Und wo ist jetzt der verdammte Schlüssel? Schalter. Willst du mich verarschen? Oh, ich mach erstmal die Fässer kaputt. Ich lauf sonst nur wieder rein. Oder schieße kaputt, wenn ein Gegner neben mir steht und. Hä? Hey? Okay. Ach, ich kann da einfach drauf schießen. Okay. Das war jetzt zu einfach. Darauf kann man gar nicht kommen. Sowas einfach. Und Gegner. Aber draußen sind bestimmt Gegner. Nicht? Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Also ich hätte jetzt echt gerechnet, dass da noch Gegner kommen. So ein Dutzend. Und oh! Zum Glück reagieren die auf der niedrigen Schwierigkeitsstufe so langsam. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon wieder tot. Und. Presse.
Kacke. Das sah mir ziemlich flach aus, wenn er reinkäme. Und du kommst natürlich auch noch durch und yeah, stirb! Ach du, das ist einfach. Das ist einfach ein Shooter mit einer guten Story, die kein Schwein liest, aber egal. Und gibt wenigstens nicht vor, irgendwas zu sein, was es nicht ist. Yeah. Wie manch moderner Shooter und wir schießen die Fässer kaputt. Und schalten. Und oh, jetzt fast wissen müssen, dass jetzt nochmal sowas kommt. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Okay. Schall! Oh, scheiße! Okay, damit lasse ich das runter und damit komme ich runter. Klasse. Gut, dass ich so gut auf. Yeah, damit kann man auch sehr schöne Gegner killen mit diesen ganzen Fässern. Natürlich auch sich selbst, wunderbar, wenn man daneben steht. Und auch noch mehr mit den. Oh, ich hasse diese Chain-Gun-Typen. Wieso machen die damit so viel Schaden und ich nicht? Oder ist es bloß so weit? Gut, andererseits, die Gegner werden auch stärker, ne? Dann macht die noch weniger Schaden. Und Schrotflinte. Es gibt keine bessere Waffe für den Anfang. Und auch später ist sie noch immer sehr gut. Sterbt! Stirb, du komischer, was auch immer du bist, bitte. Ja, was, wie genau die Gegner heißen, erfährt man am Schluss. Weil ich kann mir die Namen ehrlich gesagt nicht merken. Und ich bin da, wo ich vorhin nicht rauskam. Und muss jetzt da bleiben, würde ich mal sagen. Und auch noch mehr Gegner. Ja, das ist du. Gegner, noch mehr Gegner, ganz viele Gegner und ganz viele Waffen. Passend zu noch mehr Gegner. Also darauf lässt sich Doom reduzieren, wenn man möchte. Und, oh, das verwirrt mich total, dass die da auf und zu gehen, aber egal. Was, das ist ein Secret Area? Was ist das, ein Secret Area? Da kommen doch die Gegner raus, hey. Geh auf, was ist da noch drin? Noch mehr Schorflinten? Ich wünschte, ich könnte zwei benutzen, das wäre richtig cool. Zwei Schrotflinten, yeah. Mit der Genauigkeit von einer wäre das bestimmt lustig, und. Oh! Man will eine Tür benutzen, ahnt nichts Böses und es kommen ganz viele Gegner. Ja, zum Glück können die nichts weiter als auf einen zulaufen und einen töten. Und haben keine Waffen. Oh, wenn sie halt mal sterben würden. Okay, ich brauche andere Waffe. Yeah, Chain-Gun! Multikill! Yeah, Massaker! Voll lustig? Komm, komm! Boah, die dachte was von überhaupt nichts, die Chain-Gun. Deswegen benutze ich die nun mal nicht. Sie ist einfach scheiße. Aber egal. Und ein grüner Knopf. Was macht der? Okay. Was bringt mir der Raum hier? Nix. Doch, sehr nützlich, ja. Wie sieht's hier aus? Auch nichts? Ich glaube nicht, dass ich da durchlaufen muss, oder? Muss ich da durchlaufen? Eine sehr gute Frage und ein guter Moment mal zu speichern. Oh! Okay. Komm ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Na egal. Eine Feuerwand als Ausgang. Das hat nicht jede Welt. Und mal einen Schluck trinken. The Wasted Tunnels. The Wasted Tunnels. Was heißt das? The Waste? Ja, wir gehen auf jeden Fall in die Tunnels. Und hinter uns ist keine Flammenwand mehr. Ja. Genau. Guter Punkt zu speichern. Anfang einer Runde.